Hallihallo und herzlich willkommen zur Reihe Stark bleiben, Nestwärme spüren, dem Nestwärme-Resilienz-Online-Programm zur Stärkung der seelischen Widerstandskraft, kurz Vitamin R für die Seele. Und das heutige Thema stellt euch Mollys vor. Mein Name ist Mollys Blume. Sie dürfen aber ruhig alle Mollys zu mir sagen. Und ich wollte jetzt wiederum was sagen zur ersten Säule der Resilienz, die da heißt emotionale Bewusstheit. Mir ist da Folgendes dazu eingefallen. Also, im Leben passieren ja manchmal Dinge, da weißt du tatsächlich nicht mehr, wo dir der Kopf steht. Und wenn du dann nicht mehr weißt, wo dir der Kopf steht, dann weißt du auch nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und dann wirst du auch vorne und hinten nicht mehr fertig. Und dann fängst du nämlich an, dich im Kreis zu drehen. Und wenn du dich erstmal im Kreis drehst, dann springst du auch bald im Viereck. Also ich merke das bei mir selber. Manchmal, da renne ich wie ein Hase, ohne zu wissen, wie der Hase läuft und reagiere auf alles, was von außen kommt und mache Sachen, wo ich hinterher denke, hätte ich jetzt besser nicht gemacht, gell? Aber ja, deswegen, wenn ich merke, dass ich zu arg im Außen bin, sage ich jetzt immer mit der Ruhe, auf Schwäbisch, noch nicht hudler, und dann mache ich die Augen zu. Weil wenn man die Augen zumacht, dann siehst du weiter. Und dann mach ich was typisch Weibliches. Ich spür in mich rein. So, bis ganz nach unten. Das ist ganz wichtig. Und das ist tatsächlich, das ist nicht so einfach, wie das jetzt hier aussieht. Aber es lohnt sich, weil durch langjährige, intensive in mich hineinspür Forschungsarbeiten habe ich gelernt, genau hinzuschauen, wo was sich wie zusammenbraut und wo was anguckt werden will. Also, Beispiel. Wenn man so einen dicken Brocken vorgesetzt kriegt, wenn man den dann einfach in sich reinfrisst, ewig durchkaut und schließlich runterschluckt. Sieh, der liegt eventuell schwer im Magen. Das kriegst du eventuell gar nicht mehr verdaut. Und da musst du dann hinschauen. Wobei, weil ich auch zugeben muss, also ich will auch nicht immer so genau hinschauen. Wenn ich zum Beispiel vor was Angst habe, also Schiss, und dann die Hosen gestrichen voll hab, da will ich gar nicht mehr hinschauen. Da hänge ich dann lieber ein Duftbäumchen auf und hoffe, dass niemand merkt, dass was faul ist. Und dann stehe ich ganz still und dann haben wir Stillstand. Aber gell, bloß weil ich da nicht hinschauen will, ist das ja nicht weg. Also, wir müssen der Tatsache ins Auge sehen. Im Außen wie auch im Inneren. Also, es ist, wie es ist. Und I am what I am. Und ich bin manchmal, bin ich eine starke und mutige Löwin oder anpassungsfähig wie ein Chamäleon oder schlau wie ein Fuchs. Aber dann renne ich halt auch davon wie ein Schisshase, zuckt bei allem zusammen wie ein scheues Reh oder steht da wie ein begossener Pudel. Und ich habe auch festgestellt, ich bin nicht immer ein Schatzi. Diese Mischung aus Schaf und Ziege. Nein, ich kann auch einwandfrei die dumme Kuh dazu. Also ich bin quasi all in one. Die einzig wahre erlebte Vielfalt. Der Typ all you can eat. Also sie, seit ich das rausgeforscht habe, also seither mag ich mich mehr.
Und ich komme auch viel besser mit den anderen Leuten aus, weil denen geht's ja genauso. Also kurzum, es lebt sich wirklich leichter. Von daher, ich kann's Ihnen nur empfehlen. Auge zu, weitersehen, in sich hineinspüren und auf große Forschungsreise gehen. In diesem Sinne, probiert es aus und ich freue mich schon auf unser nächstes Mal. Bis dahin, alles, alles Gute. Tschüss!